Gott, ich will mein Aufgebraucht-Video vom Februar machen. Oder drehen, wie man das auch nennen mag. Ich habe die Box dann neben mir hingestellt. Das Lustige ist, jetzt habe ich da einen Karton stehen, aber der bleibt ja nicht für immer da stehen. Jetzt habe ich dann keine Ahnung, wie ich das dann genau filmen soll. Aber okay. Fangen wir mal an, weil ich habe ziemlich viel in der Hand schon wieder. Ich habe die Taschentücherbox von Duchesse, wie immer man das auch sprechen mag, aufgebraucht. Ich finde die Verpackung so mega süß. Die ist so süß. Ich habe noch zwei, glaube ich, volle. Die stehen da auf dem Fensterbrett. Ich liebe die. Ich habe eine im Schlafzimmer, da auf meinem Nachtkasten stehen, und eine im Badezimmer. Ich finde die Verpackung so süß. Die Kollegin hat mir so gut gefallen. Sie hat gesagt, das wäre doch was für dich, weil die Verpackung erinnert sie an mich. Ich habe dann nicht gleich gesagt, was willst du denn damit sagen? Schau ich aus so wie ein fettes Einhorn? Wirklich so schockiert. Also, okay. Aber ich finde die Verpackung mega süß. Ich hoffe, dass die Limited Edition noch eine Weile bleibt, weil ich finde die Verpackung so mega niedlich. Sorry, jetzt habe ich die Kamera volle gar nicht geschlagen. Ja. Und dann habe ich einen Duschschaum leer gemacht von Balea. You are very sweet. Der war gar nicht so schlecht. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob ich mir den nicht nochmal nachkaufe. Weil der war eigentlich ganz okay für den Preis. Ich glaube 2 Euro oder so. War er ganz okay. Aber ich glaube, dann gönne ich mir lieber die Rituals. Ich habe mir jetzt 2 neue gekauft. Habt ihr auch in einem Haul-Video gesehen. Und den rosanen, den Love, habe ich heute probiert. Und der ist mega gut. Ich überlege, ob ich mir den noch einmal kaufen werde. Weil ich kriege Duschschaum relativ schnell leer. Duschgel leider nicht, aber Duschschaum schon. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich mir den noch mal kaufen werde. Schauen wir mal. Eine Handseife habe ich auch wieder leer von Mr. und Mrs. Panda. Ich liebe die Sachen von der Marke. Das ist die mit den 2 Pinguinen drauf. Ich liebe die. Die geht relativ schnell leer bei mir leider. Das war das spritzige Pomelo. Die ist so geil. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Dann habe ich die Handreinigungstücher von Cadea Vera leer gemacht. Gibt es ja leider nicht mehr, aber ich kaufe ja immer die von Cadea Vera nach. Habt ihr ja im letzten Haul-Video gesehen, dass ich da so viele gebunkert habe. Ich habe von Glück reden können, dass ich die in den Kasten vom Badezimmer reingekriegt habe. Ich habe echt Platzmangel in meiner neuen Wohnung. Deswegen böse, 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 wenn ich so viel kaufe. Einmal die von Action habe ich auch leer gemacht. Die finde ich mega. Die riechen echt genial. Ich sehe gerade hier mein Ablaufdatum. Oder? Ja. Toll. Ich habe mir da ja noch ein paar Backups gekauft, weil ich komme nicht so oft zum Action. Deswegen habe ich mir dann noch ein paar Backups gekauft. Die benutze ich immer für den Schminktisch und die anderen von Cadea Vera benutze ich zum Abschminken. Aber ich mache das in letzter Zeit ehrlich gesagt eher selten. Ganz viele Masken. Ich war ein bisschen faul mit Masken, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hätte eigentlich dieses Monat mehr leer machen können, aber irgendwie weiß ich nicht, was los war mit mir. Als allererster möchte ich euch zeigen eine kleine Probe von Yves Rocher. Ich habe die so gerne benutzt früher als Dini würde ich jetzt, also mit 4, 12, 11 habe ich die bei meiner Mama gemopst. Das sind diese Tücher von Yves Rocher. Vielleicht gehe ich heute zum Yves Rocher und frage, ob die noch solche haben. Das war eine geile Probe von einem Duft. Ich habe heute schon wieder eine. Ich stopfe die mir so wie meine Mama immer in den Ausschnitt. Aber dann riecht man das Parfum die ganze Zeit und ich liebe das. Das erinnert mich halt extrem an meine Mom. Und da denke ich gern zurück. Sie hat immer geschimpft mit meiner Schwester und mit mir, wenn wir diese Tücher geflattert haben, weil sie die selber benutzen wollte. Aber ich finde die echt genial. So zum Erfrischen finde ich die wirklich gut. Und der Duft ist auch gut. Ich habe den sogar noch, was ich weiß. Das ist vom Moment de Bonheur der Leo. Der ist echt geil, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Eine Maske von Mortain de Chenez. Mir hat die leider nicht so gefallen. Der Duft war gut, aber ich mag diese Schokomasken nicht. Ich weiß nicht, warum ich mir immer wieder welche kaufe. Die war mal von Claire's. Die war okay, aber ich würde sie mir jetzt nicht noch einmal nachkaufen. Was ich gut fand, ist die hier. Das ist die von Cadea Vera. Ich liebe die. Die gibt es ja leider nicht mehr. Das war die Glow Honey. Die ist mega geil. Ich liebe die. Ich habe Gott sei Dank noch sehr viele Backups. Was ich auch gut fand, war die Holy Night. Ich bin ja kein Lavendel-Fan, aber die fand ich gut. Die fand ich wirklich gut. Ich muss auch sagen, ich mag Hydrogel-Masken viel, viel lieber als Tuchmasken. Sollte ich meine Tuchmasken mal aufbrauchen, was ja ewig dauern wird, aber ich mag die Hydrogel ehrlich gesagt lieber. Also wenn, würde ich mir eher die Hydrogel noch kaufen. Sollte ich mal auf die Nase binden, weil ich aber vor kurzem wieder Tuchmasken kauft. Aber okay. Ein Peeling von Primark habe ich auch leer gemacht. Das war ein Kokos
Peeling, also Coconut Crush Body Scrub hat das geheißen. Das war mit Stitch und Angel drauf abgebildet. Was soll ich sagen? Es war ganz okay. Es war okay, aber ich würde mir das nicht nochmal kaufen. Das Problem ist, ich habe da, das ist ja so eine dämliche Verpackung, was man da oben öffnen muss. Und ich habe das rausgenommen aus der Verpackung, dann ist mir das, weil ja der Wasserstrahl im Weg ist, ich bin auch immer nicht gewohnt, dass man in Stehen sich peelt. Ich bin das halt gewohnt in der Badewanne. Und da ist mir das ganze Ding rausgeklatscht. Also auch wie ich das gehalten habe, ist mir das irgendwie rausgeflutscht die ganze Zeit. Also ich weiß nicht, die Verpackung fand ich jetzt nicht so gut. Ich glaube für mich, für die Dusche wäre praktischer eine Tube. Aber ja, ich fand es okay, aber ich würde mir glaube ich keine Body-Produkte mehr von von Primark kaufen. Was ich mir aber schon kaufen werde, ich weiß nicht, wann ich wieder zum Primark komme, sind Lippenpatch und Augenpatches von Primark. Die sind geil. Da habe ich einmal das Lippenpatch Kirsche und einmal die Augenpads mit Melone. Und die waren auch so Melone-mäßig. Also das Design war in Melone. Vielleicht habe ich das Foto noch und kann es euch einblenden. Ich glaube, ich habe es aber gelöscht. Mega. Die waren beide mega. Da waren komischerweise zwei Paar drinnen. Das hat mich sehr gewundert. Vielleicht war es auch ein Produktionsfehler. Ich habe keine Ahnung, weil bei dem Lippenpatch war leider nur eins drinnen. Und ich hoffe, dass es die noch gibt. Aber ich habe sie das letzte Mal nicht gesehen, wie ich dort war. Weil die würde ich mir auch nochmal kaufen. Weil die waren gut. Also die Gesichtssachen sind so semi-gut. Aber ja, ich habe das, glaube ich, noch einmal irgendwo leer gemacht. Ja, das habe ich leider zweimal verbraucht. Statt ich andere benutze, benutze ich zweimal dieselbe. Aber ich habe mir da ja so viele gebunkert. Also es ist jetzt kein Drama. Ich liebe die Lip Patches von Cadea Vera. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Was ich noch gut fand, die habe ich heute auch wieder verwendet, die Balea Hydrogel Lippenmaske. Da habe ich mir ganz viele gekauft und ich liebe die. Die waren auch von Action, die fand ich ganz furchtbar. Die grüne mag ich viel, viel lieber als die. Mir hat der Duft nicht gefallen und ich weiß nicht. Ich bin ja so ein Duft-Junkie. Die grünen riechen mega gut, aber die blauen haben mir überhaupt nicht gefallen. Die würde ich nicht mehr nachkaufen. Die hier würde ich auch nicht mehr nachkaufen. Die hat komischerweise bei mir gebrannt. Eigentlich habe ich ja damit kein Problem, ihr kennt mich. Ich bin eigentlich nicht so empfindlich, was das betrifft. Aber die habe ich überhaupt nicht vertragen, leider die von Balea. Ich habe jetzt alle, die ich gekauft habe, auf die Seite gelegt. Ich glaube, ich würde mir die Limitierten auch nur noch einmal kaufen, um die zu probieren. Und wenn sie funktionieren, würde ich sie nachkaufen. Hydrogel-Augenpads von Cadea Vera habe ich auch wieder leer gemacht. Die Verpackung schaut leider nicht mehr so aus, aber die gibt es noch. Die haben die nur neu verpackt. Die mag ich auch sehr gern. Da habe ich aber noch von der alten Verpackung sehr viele Backups. Ich kleiner Junkie. Von Cadea Vera die limitierten Lip Patches habe ich wieder aufgebraucht. Die Kirsche, wisst ihr, die habe ich gebunkert und liebe ich. Dann eine Body Butter, die fand ich jetzt nicht so berauschend. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die her habe. Die Marke hat geheißen Susanne Kaufmann. Fand ich jetzt nicht so geil. Ich habe sie nur einmal verwendet. Ja, war okay, aber haut mich jetzt nicht vom Hocker. Dann haben wir neue Ampullen bei Müller und ich habe die natürlich gleich gekauft. Die Multivitamin-Öl-Perlen-Ampulle und die ist auch geil. Also die ist mega. Finde ich ganz, ganz toll. Von Isana habe ich auch die Hydrogel-Augenpads in Aloe Vera leer gemacht. Die finde ich auch gut. Die saugen sich so richtig ans Auge fest. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Eine Duftprobe von Armani My Way habe ich auch leer gemacht. Der ist gar nicht so schlecht. Ich habe den aber noch zu Hause. Ich habe unbedingt vor, heute meine Duftsammlung zu drehen. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, aber ich habe es vor. Der ist aber wirklich nicht schlecht. Und das Positive ist, der ist wieder auffüllbar. Also ja, also ich würde ihn mir nicht kaufen. Ich weiß, ich habe ihn zu Hause, aber ja. Wenn ich ihn verbraucht habe, dann glaube ich, war es das auch. Er ist gut, aber das ist halt auch so einer, der jeder hat. Ich mag den Floral ehrlich gesagt lieber. Da gibt es... Probe. Ich glaube, da gibt es vier verschiedene jetzt, was sowieso dämlich ist. Und der Floral gefällt mir persönlich am besten. Ja, so. Noch mehr Ampullen habe ich natürlich leer gemacht. Ich habe da irgendwie technische Schwierigkeiten. So, drei weitere Ampullen habe ich leer gemacht. Einmal die Glow-Ampulle, die es leider nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, es gibt da Gott sei Dank immer andere Limited Editions. Zum Beispiel, die war ja auch eine Limited Edition. Da hätte ich noch gerne mehr gehabt. Obwohl ich ja nicht so der Lavendel-Fan bin, aber die fand ich auch gut. Gibt es leider nicht mehr. Aktuell gibt es aber noch die Coconut Milk und die versuche ich auch gerade zu bunkern. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Niacinamid gebunkert. Ich will immer warten, bis sie reduziert sind, weil das zahlt sich immer mehr aus. Eine Maske habe ich leer gemacht, wo die Verpackung mega gruselig ausschaut, aber die hat mir die Vivi geschenkt und ich habe Gott sei Dank davon noch eine.
man muss das selber anmischen, die dann auftragen, oben lassen und dann kann man sie so abziehen. Die wird dann so gummiartig und dann kann man sie abziehen. Die war geil. Also ich freue mich, wenn ich die diesen Monat wieder verwenden kann. Aber ich muss mehr Masken machen. Ich habe nämlich so viel und kriege die in meinem Schrank nicht rein. Also ich muss wirklich viel mehr Masken machen. Aber die war gut und Gott sei Dank habe ich noch eine, weil kaufen würde ich sie mittlerweile nicht, weil ich noch so viel habe. Eine Mundspülung habe ich leer gemacht. Und da habe ich echt Panik, dass die mir auflassen. Ich will heute zum Bieber ins Donauzentrum schauen, ob die die haben. Dann werde ich die restlichen noch aufkaufen, weil ich habe im letzten Bieber habe ich 2 mir mitgenommen. Vielleicht frage ich nach, ob es die noch gibt, aber das würde mich ärgern, wenn die rausgehen, weil ihr wisst, ich liebe die. So, eine Seife habe ich leer gemacht und die war mega. Das war von Bath & Body Works. Boah. Natürlich, Weihnachtszeit ist vorbei. Ich habe jetzt noch die Kerze davon im Wohnzimmer stehen. Mega geile Seife. Ich will heute unbedingt zum Bath & Body Works gehen und mir noch ein paar Schaumseifen kaufen. Die ging leider sehr schnell leer, aber ich liebe diese Dinger. Ich möchte auch nachfragen, ob es die nicht in Nachfüllung gibt. Also die Weihnachtssachen natürlich nicht, aber ich möchte wissen, ob es diese Standard-Dinger in Nachfüllpacks gibt. Weil sonst ist das ja auch nicht wirklich umweltfreundlich. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so der Umweltmensch, aber das finde ich schon ein bisschen komisch, weil die Dinger gehen ganz schön schnell leer. Aber die war geil. Die war mega geil. Und hätte ich nicht so viel Zeug, würde ich mir mehr von Bath & Body Works kaufen. Aber ich habe zu viel. Verkehrt. Eine Fußmaske habe ich auch leer gemacht. Das war die Happy Melon. Die gibt es ja ewig nicht mehr. Das war von Müller von der Barfuß... Na, warte mal. Von Müller, der Eigenmarke, die Barfuß-Reihe. Eine Maske für die Nacht. Die schaut irgendwie grauslich aus, so wie meine Chanel-Probe. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Komisch. Sehr strange, aber egal. Die war okay, aber die gibt es eh nicht mehr. Und ich muss unbedingt von der alten Wohnung meine Hildegard Brockmann Sachen mitnehmen, die ich dann endlich mal benutzen kann. So, zweimal habe ich, also einmal von Chanel habe ich das Serum und die Creme aufgebraucht. Die Verpackung von der Creme schaut nur furchtbar eklig aus wegen dem da, ich weiß nicht mal, was das ist. War gut, war sehr gut. Finde ich wirklich nicht schlecht. Aber ich habe so viel Pflege, deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen. Ich glaube, Chanel ist auch viel zu teuer. So sehr ich meine Wohnung liebe, aber wenn der Opa mir pinkeln geht, könnte ich kotzen. Oder der hat immer diese Angewohnheit, dass er immer gleichzeitig mit mir aufs Klo geht. Das geht mir auch am Arsch. Das geht mir wirklich am Arsch. Oder wenn ich duschen bin, weil ich habe leider bei der Dusche das Rohr dort und das schaut nicht so schön aus, aber der Rest in dieser Wohnung liebe ich, also ist das vollkommen egal. Das finde ich halt ein bisschen negativ und jetzt habe ich gerade dieses Pinkelgeräusch gehört und habe gesagt, oh Gott, doch nicht jetzt. Und jetzt habe ich schnell die Badezimmertür zugemacht. Wenn ich die Badezimmertür zumache, dann höre ich es auch nicht, also ist egal. Ich zeige euch das als erster. Ich habe ein L'Oreal Haarspray leer gemacht, zusammen mit dem Stefan. Den kaufe ich mir immer wieder nach, ich liebe den. Ich wollte mir eigentlich die große Größe beim DM dann kaufen, aber ich habe erstens noch so viele Backups von dem kleinen und das große passt gar nicht in meinen Spiegelschrank rein. Deswegen wird das wahrscheinlich bleiben, die Größe, nehme ich mal an. Noch eine Chanel-Probe habe ich leer gemacht und zwar war das der Augen-Make-up-Entferner von Chanel. Fand ich gar nicht gut. Der hat so viele Duftstoffe, glaube ich, drinnen. Und ich kann das schwer verfilmen. Gleich an dritter Stelle. Und das war mir ein bisschen zu viel. Also das war mir ein bisschen zu viel. Er war ganz niedlich, also die Flasche war süß. Ich kann euch das hoffentlich zeigen. Den habe ich von der Arbeitskollegin bekommen, weil ihre Mom hatte die mitgebracht. Er ist ja niedlich gewesen, dieses kleine Ding, aber fand ich ganz furchtbar. Würde ich mir niemals nachkaufen. Ich liebe den Augen-Make-up-Entferner von Klaus. Chanel bin ich nicht so begeistert in letzter Zeit. Zeige ich euch gleich auch warum. Mein Lieblings-Terra Naturi-Shampoo ist auch wieder leer worden. Der Stefan benutzt es immer mit und ich benutze es immer so zwischendurch. Ich liebe das. Ich liebe das. Das einzige Problem, was ich mit dem habe, wenn ich mit dem Naturebox-Shampoo meine Haare wasche, habe ich einen Tag länger keine fettigen Haare. Bei dem fetten meine Haare schneller nach. Deswegen verwende ich es nur noch selten. Aber ich habe ja noch so viele Backups. Aber Gott sei Dank hilft mir der Stefan damit. Die habe ich vor kurzem erst in einem Haul-Video gezeigt, wollte aber unbedingt benutzen, weil ich so Probleme hatte mit dem Schlafen. Das sind von Mac Rhythm, glaube ich heißt das, Gentle Stream Eye Mask. Wärmende Augenmaske. Die hat nicht nur einen sanften Dampf gehabt, ich habe unter den Augen angefangen richtig zu schwitzen und die war mit Lavendelduft.
hat mich mega gestört, der Lavendelduft. Ich versuche so, mich ein bisschen mit Lavendel anzufreunden, aber das ging leider gar nicht. Ich bin gespannt, wie die anderen beiden sind. Und auch die vom Action. Eine Dusche habe ich auch leer gemacht, endlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe viel zu wenig Duschprodukte leer gemacht, was mich mega anzipft. Hallo Herzenswärme von TT-Sept. Ich finde die TT-Sept Duschgele wirklich geil. Und wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir da noch viel, viel mehr nachkaufen. Es gibt noch ein Pfirsich, das ich gerne hätte. Und irgendwelche anderen gibt es noch. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir die nachkaufe. Weil das war nicht so gut wie dieses Mandel, was ich letztens hatte. Aber auch trotzdem sehr gut. Dann von Clairoz habe ich auch Proben leer gemacht. Ich versuche so ein bisschen meine Proben zu minimieren. Weil ich habe da hinten eine rote Box und die ist voll mit Proben. Mit Gesichtspflegeproben. Die Duftpflege, also Duft. Proben habe ich einzeln und die sind auch hochvoll. Von Clairoz habe ich zwei Proben leer gemacht. Einmal das V-Shaping Facial Lift Serum. Das liebe ich. Das ist so geil. Ich habe mir das auch nachgekauft. Böse wie ich bin. Aber das habe ich mir selber jetzt zum Geburtstag geschenkt. Ich benutze das aber eher am Abend, weil morgens mag ich das nicht, wenn sich das so runzelt. Tut es jetzt nicht oft, aber manchmal. Und ich liebe das. Ich bin so froh, dass ich davon wieder die Probe hatte. Ich hatte da ja schon mal die Probe davon und war begeistert davon, wenn ihr euch erinnern könnt. Und die Probe hat echt nicht lang gehalten. Ich bin mit dem Ding nicht lang auskommen. Habe es aber aufgeschnitten. Und trotzdem bin ich nicht lange irgendwie damit auskommen. Aber ich habe es jetzt in Original und ich liebe es. Was ich auch sehr gut fand, die würde ich gerne im Sommer verwenden. Ich habe aber noch so viel andere Pflege, die ich leider benutzen muss. Ich habe da aber noch eine Probe. Das war aber die alte Variante und ich habe die neue Variante als Probe mir mitgenommen von irgendeiner anderen Müller. Die haben das nämlich aufgebaut gehabt und da hat man sich die Proben nehmen können. Also haben die Freundin und ich einfach reingegriffen. Aber die war echt gut. Das Problem ist nur, also Problem. Die haben jetzt die Feuchtigkeitslinie von Clairoz, haben sie komplett umgestellt. Ich habe da auch die Nachtpflege davon. Habe ich auch aufgebraucht. So schaut das jetzt aus. Die Verpackung ist eher mehr so Petrol und nicht mehr so blau wie da. Aber ich finde die Verpackung wunderschön. Und die Produkte sind wirklich gut. Die Nachtcreme war auch gut. Ich glaube aber, dass ich bei der Probe viel zu viel verwendet habe. Aber die war trotzdem auch wirklich gut. Hätte ich nicht so viel, würde ich mir die eh kaufen. Aber dieses Cooling Gel, ich zeige euch das nochmal in der Verpackung, weil da könnt ihr es besser lesen. Das Gel Sorbet, das war geil. Also ich kann mir das mega im Sommer vorstellen, weil ich habe so Probleme gehabt, dass ich immer extrem geschwitzt habe, wenn ich meine Gesichtspflege verwendet habe im Sommer. Und ich glaube, dass die nicht so schlecht wäre. Da ist doch noch einiges da, hätte ich mir nicht gedacht. Dieses Ding habe ich krampfhaft gestern leer gemacht. Da ist noch ein bisschen was drin, aber ich kriege das einfach nicht raus. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Das war so ein Duschgel in ein Smiley verpackt. Das Ding ist ja richtig niedlich. Ich habe auch noch so einen Regenbogen, den werde ich aber da Lin schenken, weil das rauskriegen aus dem Ding war echt mühsam. Hätte ich eine Badewanne, glaube ich, hätte ich mich so reinkniet und hätte das irgendwie rausgedrückt, aber so war das echt mühsam. Dann habe ich ein... Das heißt Balancing Water X. Ich weiß nicht, was es genau war, aber das war geil. Das war wirklich geil. Ich habe mir einbildet, ich habe noch solche Proben, aber ich finde sie nicht. Ich müsste mal meine Sammlung durchstöbern. Ich möchte aber jetzt mal alles andere im Badezimmer leer machen. Ich habe auch von Primavera noch Proben, die ich gern probieren würde. Und muss ja noch die anderen Sachen, die ich gerade noch offen habe, verbrauchen. Und deswegen, aber das war echt geil. Zuerst war ich ein bisschen enttäuscht davon. Leider ist mir die Milch davon ausgetrocknet. Die habe ich jetzt vor kurzem weggeschmissen. Aber das Ding war echt nicht schlecht. Noch mehr Ampullen habe ich benutzt. Wow. Einmal noch die Ingwer-Shot. Da ist ein Haar dran. Schaut aus wie ein Sparky-Haar. Gruselig, oder? In der neuen Wohnung. Einmal die Ingwer-Shot. Die kennt ihr. Die liebe ich. Und die Niacinamid, was ich mir ja gebunkert habe vor kurzem. Die liebe ich auch. Dann habe ich noch die Cadea Vera Augenpads in Gold verwendet. Die mag ich auch sehr gern. Ich weiß nicht, warum viele die nicht mögen, aber ich finde die gut. Von Balea das Sugar Scrub, das hat ja die liebe Ramis immer in ihren Videos. Ich finde es gut, aber ich finde es ein bisschen schade, dass es halt in so einer Verpackung gibt und nicht in Originalgröße. Deswegen würde ich es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Ich habe noch andere Zuckerpeelings, die ich noch verbrauchen muss. Auch die Lippenpeelings habe ich noch so viele, deswegen... Ich fand es gut, aber ich würde es mir dabei nicht kaufen, weil ich habe noch so viele andere Sachen leider. Von Motan de Chanesse habe ich auch die White Chocolate aufgebraucht. Ihr seht, ich habe wirklich nicht viele Masken leer gemacht. Irgendwie war ich da echt voll. Aber die war okay. Die war okay. Hat mich jetzt aber auch nicht so vom Hocker gehauen.
Dann habe ich eine Probe leer gemacht von Dado Sens. Die Marke gibt es bei Müller. Eine Akutcreme SOS Care. Die finde ich wirklich nicht schlecht. Das Positive war, ich habe in letzter Zeit so juckende Haut, besonders auf den Beinen. Jetzt, seit ich die verwendet habe, ist es weg. Ich überlege, ob ich sie mir nicht nachkaufe. Aber ich habe noch so viel andere Sachen. Ich habe sie auch aufgeschnitten. Da war nicht viel drin, leider. Ich überlege, ob ich sie mir nachkaufe. Vielleicht hebe ich mir auch die Verpackung auf davon, weil ich fand die echt nicht schlecht. Die war wirklich nicht schlecht. Dann, da bin ich wirklich traurig, habe ich von Roberto Cavalli, von dem klassischen Duft, einmal die Bodylotion und einmal das Duschgel aufgebraucht. Schaut vollkommen gleich aus, aber wenn ihr lesen könnt, das sind zwei verschiedene Dinge. Da sieht man richtig, dass mein Wasser so kalkhaltig ist. Bäh. Ja. Ach, jetzt habe ich wieder Schluck auf, furchtbar. Beides fand ich sehr gut. Ich war da ehrlich gesagt zu faul, die Sachen aufzuschneiden. Das war nämlich so dermaßen flüssig. Die riecht aber mega geil. Ich liebe sie vom Duft her. Aber ich habe echt gesagt keinen Bock, das Ding aufzuschneiden. Vielleicht schneide ich sie jetzt noch irgendwann auf. Vielleicht lasse ich sie mir da irgendwo liegen und schneide sie vielleicht bald auf. Aber die war echt gut. Die war echt gut. Und ich liebe ja den goldenen Duft. Kennt sie ja von mir. Die kann ich euch nur ganz kurz zeigen. Da war nämlich nichts drinnen in dem Ding. Das war Tea Tree Mist. Keine Ahnung. War nichts drinnen. Fand ich echt spannend. Dann von Rituals habe ich dieses Bakuti, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da fragen aber schon ganz, ganz viele danach, ob wir schon Serum davon haben. Es ist nicht schlecht. Ich habe es echt geliebt. Aber ich habe leider zu viel Gesichtspflege. Deswegen darf ich mir das nicht kaufen. Viel zu viel Gesichtspflege. Ich muss das erstmal alles verbrauchen. Von Clinique habe ich eine Mini-Größe aufgebraucht. Das war die Clinique Smart. Ich mag den Duft von diesen Smart-Dingern nicht. Also von dieser Smart-Reihe. Ich mag den Duft überhaupt nicht. Sie riecht ja eigentlich nicht, weil sie ja parfümfrei ist, aber sie hat doch so einen eigenen Geruch und deswegen, ich mochte sie ehrlich gesagt nicht. Einen Nagelschnelltrockner-Spray habe ich leer gemacht. Wisst ihr ja eh, kaufe ich mir immer wieder nach. Bunker ich mir auch meistens immer, weil der bei uns immer ausverkauft ist. Dann eine Tuchmaske habe ich leer gemacht. Am Freitag bin ich wieder im ersten Bezirk und ich habe Angst, dass ich mir davon ein paar kaufe. Weil im ersten Bezirk gibt es so einen koreanischen Laden, wo ich unbedingt rein will. Und da gibt es die. Und ich hatte ja die Banane, die Schoko und die Kaffee. Und die Kaffee war mir ein bisschen zu reichhaltig. Vielleicht war es der Fehler, dass ich danach noch Pflege auftragen habe, aber die war echt geil, aber ein bisschen zu viel für meine Haut. Was ich mega geil fand, das habe ich letztes Jahr von der Vivi zum Geburtstag geschenkt bekommen, ist von Dermacol das Body Peeling in Belgien Schokolade. Das war geil. Das war wirklich geil. Leider ist es leer. Das war mega. Ich habe es geliebt. Es hat halt ein bisschen eklig ausgeschaut, weil manchmal ist mir da ein Brocken runtergeflogen. Aber es war geil. Dann habe ich einen Duft leer gemacht von Cartier. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Da hat Baiser geheißen. Der war okay. Eine Kollegin hat mich nämlich angesprochen drauf. Er war gut. Aber wenn es ihn eh nicht mehr gibt, für was brauche ich da lange drüber reden? Ich habe den mit in die Arbeit genommen, damit ich ihn einfach leer mache. Sollte ich öfter mit diesen kleinen Dingen machen. Nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft. Ich habe einen Lip Liner leer gemacht. Da bin ich so stolz, dass ich endlich wieder. Was war das jetzt? Jetzt hat die Kamera so geflackert. Da bin ich stolz, dass ich endlich wieder ein Make-up-Produkt leer gemacht habe. Es ist auch nicht das einzige. Ich habe noch ein zweites auch leer. Moment. Moment. Legen wir das mal aufs Bett. Weil wenn ich mich da rein hängen muss in diese Box, ist es ein bisschen mühsam. Ich habe zwei Make-up-Produkte leer gemacht. Einmal eben von Trend It Up den Lip Liner. Der war gut, aber er hat hin und wieder meine Lippen ein bisschen austrocknet. Was ich wieder nicht so gut fand. Also weiß ich nicht, ob ich mir die von Trend It Up nochmal nachkaufen würde. Ein Creme Blush habe ich leer gemacht von Catrice. Ich muss sagen, ich mag an mir keine Pink. Was rede ich denn da zusammen? Keine pinken. Was ist mit der Kamera? Die flackert so. Ich mag an mir keine pinken Blushes mehr. Ich habe vor kurzem, ich meine, vielleicht lag es auch am Augen-Make-up, ich habe die Hypoallergenic-Palette drauf. Ich liebe diese Palette. Ich werde eh demnächst mal ein Favoritenvideo machen, glaube ich, um euch mal die Sachen zu zeigen, die ich mag. Habe ich ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe halt meistens immer ein orangenes Blush drauf. Und das war aber dann leer. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal ein neues. Vielleicht einmal pink oder so. Und irgendwie hat mir das an mir gar nicht mehr gefallen. Ich weiß nicht warum, aber es hat mir nicht mehr gefallen. Das war ein ganz, ganz altes
Catrice Blush, so ein Creme Blush, Bouncy Blush, das war geil. Ich musste aber den Rest, man sieht das glaube ich eh noch ein bisschen, genau, was da so drinnen gelegen ist, musste ich rausnehmen und dann habe ich das angegriffen und das war ganz, ganz komisch von der Konsistenz her. Aber da war wirklich nicht mehr viel drinnen und ich habe es wirklich brav benutzt. Aber da hat man jetzt am Schluss schon gemerkt, dass es immer komischer wurde. Ich meine, das ist so alt gewesen, das war aus dieser... Wir hatten die LA Kaiser, steht die da hinten drauf. Sensibility. Die ist ja mega alt, die Kollektion. Aber ich fand die Verpackung mega. Aber ich habe es leer gemacht und da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich das Ding leer gekriegt habe. Dann Gesichtspflege habe ich leer gemacht. Und da bin ich ein bisschen traurig, dass ich die leer gemacht habe, weil die Everplump von Biotherm gibt es ja leider nicht mehr. Die war mir aber hin und wieder ein bisschen zu viel. Ich bräuchte wirklich nur noch so ein Gel. Das merke ich jetzt immer mehr bei meiner Haut. Was ich aber gut fand, war dieses Aquasource Aura Konzentrat. Das musste man schütteln. Das war geil. Aber ich darf mir dabei wirklich nichts kaufen. Ich habe so viel Zeug noch, weil das würde ich mir nochmal nachkaufen. Aber ich habe so viele Sachen, ich muss die erstmal alle verbrauchen. Kommen wir zu einem kleinen Problem. Ich war mega happy, als ich die beiden Augencremen aufgebraucht habe. Einmal von Elisabeth Arden. Die Lift and Firm Eye Cream. Ich habe sie sogar aufgeschnitten und habe sie sogar verwendet. Mit der bin ich so lang ausgekommen, das war einfach nicht mehr normal. Man hat wirklich wenig gebraucht von der und die war mega gut. Und die Estee Lauder, wie heißt die? Advanced Night Repair. Die mochte ich ja nicht so gern, weil die ja eher so ein bisschen flüssiger war. Aber... in Kombi waren die beiden gar nicht so schlecht. Jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man es heute? Ja. Seht ihr diese tiefliegende Falte? Sie ist wieder zurück. Auf beiden Augen. Seit ich die beiden Augenpflegen nicht mehr habe. Jetzt gerade habe ich am Abend die Chores. Wild Rose oder so heißt die. Und für in der Früh habe ich jetzt die Chanel. Und ich war ja so begeistert von der Chanel. Und dabei, ich weiß, meine Haut muss sich jetzt wieder an die neue Pflege gewöhnen. Es braucht es wieder eine kleine Umstellung. Aber ich bin echt enttäuscht, weil ich wollte ja damals unbedingt die Chanel haben. Ich habe euch ja in jedem aufgebrauchten Video vollgejammert, wenn ich irgendeine Augencreme leer gemacht habe. Und jetzt im Endeffekt finde ich die von Arden viel besser. Ich werde das jetzt noch beobachten. Ich werde mir auch diese Verpackung aufheben. Kommt auf meine Wunschliste auf jeden Fall. Ich muss halt die anderen Augencremes davor noch aufbrauchen, weil ich habe noch wirklich viel Zeug. Seht ihr ja, wenn ich auch so eine Größe gehabt habe. Das war ja von irgendeinem Mascara-Set war das. Und da waren auch 5 ml drin und für die Augen finde ich das sehr, sehr viel. Bei der bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich die gut fand, aber vielleicht war es einfach die Kombination. Das am Abend und das in der Früh. Ich weiß es nicht. Aber die würde ich mir gerne nachkaufen. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die Chanel noch das ist, was ich mir erhofft habe. Die weiß ich nicht so ganz, ob ich mir die kaufen würde. Weil die war mir ein bisschen zu flüssig. Aber vielleicht war es genau das, was bei mir eben geholfen hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, aber seit ich die Chanel und die Chores verwende, ist es nicht mehr dasselbe. Und ich hoffe, dass ich mir das einbilde. Und ich habe sie ja erst angefangen. Ich habe die zwei Sachen noch nicht so lange leer. Vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Geduld haben, weil die Haut muss sich ein bisschen umgewöhnen und so. Gucken wir mal, aber wenn, würde ich zu den beiden sogar zurückgehen. Also bei der Estée Lauder bin ich mir immer noch nicht sicher, aber Arden fand ich wirklich gut. Ich weiß halt nicht, welcher es von den beiden war, was gut war. Hörst du auf zu flackern? Verdammt nochmal, diese blöde Kamera. So, ich hoffe, euch hat das aufgebrauchte Video gefallen. Es ist okay gewesen, wie viel ich leer gemacht habe. Es hätte natürlich mehr sein können, besonders von den Masken her. Aber egal, es ist ja nächstes Monat mehr Glück vielleicht. Und ja, schreibt mir mal, was ihr so aufgebraucht habt, wo ihr hinterher traut. Jetzt gerade fällt mir auf, dass ich gar keinen Schmuck um habe. Ich finde es schade um die Augencreme von Arden. Ja, und mein Aura-Konzentrat-Ding, das war auch geil. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt irgendwie kurz war, habe ich das Gefühl, aber wurscht. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mir fällt nicht mehr ein, was ich noch sagen kann. Bis dann, bye!